So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Need for Speed Rivals. Unsere heutigen Ziele sind zuerst mal Fahndungsstufe 7 zu erreichen, zweimal Gold bei Hot Pursuit Events und zweimal Gold bei Interceptor Events, sowie 6 Cops von hinten zu rammen. Sollte ja nicht allzu schwierig sein. Ohne Krieg. Freigeschaltet wird dadurch der Ferrari Enzo. Das ist der da. Ich raff immer noch nicht, wieso diese Karre hier die schnellste von allen ist. Mal schauen. Naja, jetzt müssen wir erstmal gucken. So, und da sind wir auch schon bei dem Event. Okay, los geht's. Ah, die ziehen mir ja mal dreist davon, ey. Da muss ich richtig schön hart die Tour reinhauen. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. Verdächtiger stört meine Systeme. Bin weiter hinter ihm her. Zentrale, wir haben Trümmerteile auf der Straße. Over. Okay, kein Problem hier. Achtung. Ah, voll durch Busch. Übelst verbremst, übelst verbremst. Ah, so ein Wichser. Ja, ich versuche zu driften. Ich bin nicht wirklich in Form gerade wieder. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und schon ist mit wieder hier der größte Kackblut, den wir je gesehen haben. Okay, gar nicht mal so schlecht. Ah ja, hi, was willst du denn? Es fällt mir ein, mein Freund. Könnte ich dann allen drin bleiben? Wir fahren Rennen hier, Idioten. Wir fahren hier im Gänsemarsch hintereinander her. Das ist nicht gerade schwierig. Zentrale, ich brauche Hilfe. Verliere den Verdächtigen. Over. Verstanden. Ich habe gerade so sehr darauf geachtet, in den Windschatten zu fahren. Ah, was hat der denn da getrieben? Jetzt muss ich hier richtig Gas geben. Sie werden abgehängt. Brauchen Hilfe, um die Verfolgung zu beenden. C4, bleibt am Verdächtigen. Meldung folgt, over. Kannst du nicht vorbei? Ich habe Kontakt zum Verdächtigen. Code 3. Ah, wir sind nicht so schnell. Ja, Mann! Eieieiei. Schöner Scheiß. Da habe ich nur so einen kleinen Schub Nitro gehabt. Um dann den dann nochmal einholen zu können. Nicht schlecht, nicht schlecht. Stufe 5. Da haben wir schon Gold. Leider können wir es nicht nochmal machen. Cops haben wir schon gerammt. Da vorne ist ein Interception Event. Das könnten wir eigentlich gleich da. Ja. Könnten wir dann gleich anfangen. Ist auf der anderen Seite.
Ja, aber hier waren wir ja schon mal, ne? Zentrale, verfolge ein 1041 auf der Interstate. Da vorne irgendwo ist eine Garage. Was willst du jetzt? Ah, das ist ein Spieler, cool. Coole Sache, aber da ist ja mein heißgeliebtes Gedöns da. Oh, Gefahrenstufe 5, ich brauche aber Gefahrenstufe 7, Leute. Ach, da war eine Straßensperre. Ja, ja, tja, hat nicht so viel gebracht, ne? Ich möchte eigentlich nur das Interceptor-Event da starten. Verdammte Scheiße, ey. Wehe, du rammst mich jetzt. So, jetzt haben wir das Event gestartet. Was ist das? Das Rote, was da fliegt. Ach, ein Ei von dem Typen da vorne. Gestört, du Drecksack. So. Scheiße, wo bist denn du? Ich sehe dich überhaupt nicht. So, jetzt warten wir hier. Bitte, 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 easy! Noch eine halbe Sekunde oder so. Eine halbe Sekunde oder so war noch übrig. Jetzt noch ein Versuch nochmal. So, da sind wir auch schon wieder bei einem Interceptor-Event. Und starten wir es doch gleich. Auf geht's! Entkomme dem Kopf! Rennen in der Nähe! Ich hoffe, ich werde den Typen schnell los. Ah, das ist ein Sprung gewesen. Noch ein Sprung. Noch ein Sprung. Fuck! Ja, nicht.
uns, sondern hauptsächlich mal die. Control, der 1044 trickst mich aus. So, ich denke, es ist aber auch langsam Zeit, sich mal wieder ein neues Auto zu leisten. Ach ja, der Gelato ist super cool, der ist aber schon hier irgendwo, da ist er. Also, wenn dann eher Venon oder den Enzo. Ich nehme, glaube ich, den hier einfach. Ah, wundervoll, wundervoll. Wagenpersonalisierung, Wagenlackieren. Ja gut, den kann man ja nur in Rot nehmen. So, was machen wir da jetzt drauf? Was habt ihr für Decals? Naja, die sind jetzt nicht so der Bringer. Folien, wie sieht's mit den Folien aus? Oh, nicht schlecht. Der ist okay, aber da sieht man dann zu wenig vom Auto. Oh, der ist geil. Rang 18 Speedlists. Muss man absolvieren, dann kriegt man das hier freigeschaltet. Das hier sieht eigentlich ganz decent aus. Das erste, die ich überhaupt benutze. So, natürlich mit der Höchstgeschwindigkeit voll reinhauen. Beschleunigung reinhauen, Kontrolle reinhauen. Robustheit brauchen wir einiges. So! Jetzt fällt noch ein bisschen mehr in Kontrolle. Ansonsten können wir uns jetzt nichts mehr leisten. Leider können wir auch keine. Oh scheiße, Verfolgungsdeck haben wir jetzt keins. Naja, egal, brauchen wir für die Hot Pursuit Event. Ohnehin nicht unbedingt. Nicht unbedingt bedeutet aber auch, die sind nicht unbedingt schlecht. So, da sind wir auch schon und dann geht's auch schon los hier. Alle Einheiten nahe der Interface 4. Oh, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Ja, ihr seid verdammt schnell. Das ist mir bereits aufgefallen. Ach, das ist wieder diese Serie, ne? Ja, ne, ist es nicht mal. Das ist meine Lieblingsstrecke hier. Das ist richtig cool eigentlich. Verdammt schnell. Könnt ihr das mal lassen? Ah! Kurve!
Na, mein Auto ist schon wieder fast am Arsch hier. Wie wär's, wenn du aufhörst, mir hinten einzufahren? Drecksack. Ja, auf, ja, ganz klar, ey. Auf einmal waren wir hier Hüpfe-Düpfe-Düpfe, Bunny-Hopping mitten auf der Straße und rannten dann voll in die Wand. Heide, nein, ey, heute ist echt der Wurm drin. Hau mal ab hier. Daneben, du Lappen. Ja, das war easy. Am Ende dann doch, ne? Zentrale, Verdächtiger neu geortet. Code 3. Code 3, Verdächtiger ist entkommen. Streife fortsetzen. Wo fahren wir denn gerade rum? Ja, keine Ahnung, wo wir rumtuffeln, ne? Es macht Spaß, hier rumzudödeln. Ich hatte eigentlich nur gucken wollen, was da war und ob da vielleicht ein Versteck ist. An alle mögliche Code 3 Einsatz. Haben hier einen Raser auf Gurning Drive. Ignoriert meine Lichtsignale. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten unterstützen. Ey, was ist mit der Radarfalle? Ja, Elektrizität ist ausgeschaltet. Was hat das mit meinem Motor zu tun, du Wichser? Also wird dann jedes Mal mein Motor hier gemüllt. Ja, wie willst du mich verhaften, wenn ich immer noch fahre, du Idiot? Hallo? Kämpft um Kontrolle. Dieser Racer rammt einfach alles. Officer meldet Racer. Ja, und kaputt. Gegenüber öffentlichem Eigentum. Zentrale, Code 3 Verdächtiger ist der Sperre entkommen. Ah, nee, ich war nur schon 7. Alter, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen war keine gute Idee. Verfolgung fortsetzen, solange möglich. Wie wär's, wenn ich hier. Ja, wieso finden die mich jetzt mal wieder? Aua!
Aua, ja, danke. Ja klar, das scheiß Rennen führt einen natürlich voll dran vorbei, ne? Ja, Mann! Ich wollte jetzt echt nicht flöten gehen. Ah! Die Linie immer noch da! Ja, coole Sache, Alter. Diese scheiß Reifen, Mann. Jetzt muss ich vorher auch noch bremsen, weil dieser Sack da gefahren ist, Sonntagsfahrer. Und Dienstag. Gerade bloß in dieses Versteck, damit ich das Auto noch ein bisschen ab. Ah, aufwerten kann! So, bitte jetzt ein wunderschönes Auto, ehrlich. Super Karre, das gibt's gar nicht. Ich frag mich halt, wie hoch man die Höchstgeschwindigkeit treiben kann. Wahrscheinlich nicht bis Max, ne? Aber ich denke, die Episode ist schon relativ lange. Ich werde es mal. Und da sehe ich dann auch schon, dass wir leider schon am Ende sind dieser Episode. Aber beim nächsten Mal geht's ja auch schon weiter. Also sehe ich euch dann bei der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.